Hallo meine Puddings. Heute melde ich mich mal per Video, weil es anliegt. Wie ihr vielleicht wisst, fahre ich nächste Woche nach Nürnberg zum Fantasy Filmfest, wo ich mir auch dieses Jahr mit Doc Aquila wieder hoffentlich 50 Filme in 10 Tagen geben werde. Ich werde dabei verlottern, ich werde mich schlecht ernähren, ich werde mich nicht rasieren, ich werde schwitzen, ich werde stinken. Aber was will man machen, das gehört dazu, dann sehe ich vielleicht auch endlich mal aus wie der Doc Aquila. Ich habe auch das Programmheft schon bekommen. Ich weiß nicht, ob das was über mich aussagt oder über das Programm, aber ich habe bis auf, ich glaube, einen der Filme noch nie was von den ganzen Streifen gehört. Das ist natürlich das bestmögliche Programm, was man sich wünschen kann. Und dieses Jahr ist auch tatsächlich in einem Film wieder Dolph Lundgren dabei. Yay, Dolph! Also da freue ich mich schon drauf, aber heute geht es um was anderes. Heute geht es darum, dass ich als eine der letzten Themenreihen vor meinem Sabbatical oder auch während des Sabbaticals, um es dann hinterher zu posten, ja über meine Diät sprechen will, die jetzt wieder ins Haus steht. Und da will ich mich diesmal auch tatsächlich mit Sport versuchen. Das ist mir sehr wichtig, weil ich glaube auch, dass beim letzten Mal eins der Probleme war, dass ich die Ernährungsumstellung nicht mit Sport ausreichend ergänzt habe. Insbesondere um nach der Diät das Gewicht halten zu können. Das soll mir nicht nochmal passieren. Da ich aber was brauche, was mir Spaß macht, da ich nicht einfach Bock habe, irgendwie rennen zu gehen und nebenher immer nur frisst die Hälfte zu machen, werde ich diverse Sachen mit, was ich New Food nenne, experimentieren. Also ihr habt es ja schon mal gesehen mit diesem Mana, was ich da getrunken habe. Also Ersatznahrung und solche Sachen. Und ich habe mir da auch vor ein paar Monaten schon ein paar ganz dolle Sachen gekauft in Richtung Pseudo-Reis, Pseudo-Nudeln. Und also da gibt es, viele von euch werden sich mit Ekel abwenden, aber das wird, finde ich, sicherlich ein sehr spannendes Experiment werden. Und jetzt ist es ja so, wer meine Webseite kennt, weiß, dass die 100% Thorsten Devi heißt, weiß auch, dass ich keine Werbung für Unternehmen mache, keine Advertorials, keinen Sponsored Content, es gibt bei mir auch keine Werbeanzeigen. Das ist eine klare redaktionelle Entscheidung gewesen vom ersten Tag an, der ja mittlerweile auch schon 10 Jahre zurückliegt und ich habe das auch bis heute gut durchgezogen. Ich kriege immer mal natürlich Anfragen per E-Mail von irgendwelchen Agenturen oder Firmen, die sagen, hey, kannst nicht was für uns werben, kriegst auch dies, kriegst auch jenes dafür. Schert mich gemeine nicht, die frecheren beantworte ich nicht, bei den freundlicheren schreibe ich dann zumindest zurück, danke für das Angebot, aber da sind sie bei mir leider falsch, ich mache das hier nicht fürs Geld. Jetzt ist es aber so, ich bekam vor 3 oder 4 Wochen eine E-Mail, Moment, er schlaft sich natürlich jetzt gleich wieder um, dicker. Also, ich kam vor 3 bis 4 Wochen, er ist nicht der eleganteste von allen. Ich bekam vor 3 bis 4 Wochen eine E-Mail eines Lesers aus Berlin, der angefragt hat, ob ich nicht was ausprobieren wolle, was er und seine Leute gerade wohl in so einem Startup erfunden haben. Ich habe mich da noch gar nicht genau eingelesen und ich wollte das, mich da auch einlesen, bevor ich irgendwas dazu sage. Habe jetzt aber einfach Bock, es auszuprobieren und darum ziehe ich das jetzt vor. Kurzum, es geht um Track. Das ist, da steht drauf, the liquid snack, keine Zeit zu essen, dann trink. Und da ist wohl drin hier Wasser, Bananenpüree, Kürbiskerne, Kokosblütenzucker, Mandelmus, Zitronensaft und so weiter und so fort. Finde ich eine ganz interessante Sache. Soll wohl so eine Art sein, das bringt einen drüber, wenn man mal eine, keine Zeit zum Essen hat, kann man das wohl damit ganz gut überbrücken. Es fällt wohl sicherlich auch in gewisser Beziehung unter die Bezeichnung New Food. Und ich habe jetzt einfach gedacht, das probierst du mal aus, das machst du einfach mal. Und ja, jetzt trug sich's zu. Ich wollte das dann richtig ordentlich vorstellen und beschreiben mit Links und allem. Und ja, und dann wachte ich auch heute Morgen auf. Es war spät, ich habe jetzt keine Zeit zum Frühstücken mehr. Ich ziehe das jetzt einfach mal vor. Und weil ein Geschmackstest immer gefälscht ist, wenn man hinterher drüber schreibt, mache ich das live on air. So. Das ist so eine Art, äußerlich so eine Art Wachspapier. Das ist nicht eine harte Dose, das ist so eine Art weiche Dose. Riecht ein bisschen wie kalter Spinat, ehrlich gesagt. Also der Geruch ist nicht Knaller, sage ich jetzt ganz ehrlich. Ich habe Gott sei Dank den Jungs dafür, dass sie mir ein paar von den Dosen geschickt haben, dann auch nicht versprechen müssen, dass ich es gut finden muss. Ich bin da immer ganz fair und offen. Auch, ja, farblich ist es so fahlgrün, sage ich mal. Das ist, das erinnert ein wenig an pürierte Erbsensuppe. Also Track. Und ich gucke jetzt auch mal drin, was da drauf steht, was da überhaupt alles drin ist. Also die Energie ist pro Dose
151 Kalorien, das ist nicht allzu viel. Also das ist auch nicht wenig, aber das ist noch absolut im Rahmen. Vor allem für etwas, das eine komplette Mahlzeit ersetzen soll. Meine Damen und Herren, bitte mich nicht auf Ex und Haupt, also nicht auf Ex, aber ich probiere es einfach mal. Boah, ich würde gern was Besseres sagen, aber das schmeckt richtig scheiße. Also es schmeckt schlicht nicht gut. Es hat keinen Geschmack. Also es schmeckt ein bisschen faserig, ein bisschen pulverig. Also es geht nicht gut runter. Es ist weder süß noch sauer noch bitter. Es ist... Nein, der Begriff, den ich gebraucht hätte, wäre mehlig. Es schmeckt ein bisschen mehlig. Also ich sag mal, wenn das funktioniert als Nahrungsersatz, als Mahlzeitenersatz, kann man das trinken. Also zielgebunden, weil man ganz klar vorhat, ich muss jetzt eine Nahrung oder eine Mahlzeit damit ersetzen. Aus Spaß trinkt das keiner. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich werde mich jetzt im Nachhinein nochmal erkundigen müssen, ob vielleicht meine Packung schlecht ist. Ich schaue mal hier drauf, da gibt es ein Datum. Also angeblich ist das bis Ende Dezember diesen Jahres noch gut. Und es hat auch die ganze Zeit im Kühlschrank gelegen. Also daran kann es eigentlich nicht liegen. Aber das ist, ich sag mal, das ist kein Entertainment, das zu trinken. Ich könnte mir eigentlich durchaus vorstellen, davon ein paar Dosen mitzunehmen fürs Fantasy Filmfest, um über die Hungerzeiten inzwischen den Film keine ausreichende Pause um zu essen mitzunehmen. Aber da bin ich dann auch wieder unentschlossen, ob ich dann nicht doch lieber wieder das Mana, von dem ich ja schon geschrieben habe, trinken würde. Weil das hat wenigstens eine gewisse Substanz. Das schmeckt ein bisschen süßlicher. Das ist einfach nur mehlig fade. Also es ist einfach... Ich hatte einen Geschmack erwartet. Und ich, vielleicht von dem Bananenpüree vielleicht... Vielleicht war das mein Gedanke, oder hier ist ja auch noch Zitronensaft drin, dass das vielleicht was dazu tut, aber also jetzt gut, dann down the hatch. Nee, also ich danke den Jungs, die mir das geschickt haben. Ich danke ihnen für das Angebot. Ich werde die anderen drei auch noch trinken, aber das Fazit kann letzten Endes nur sein, meins ist es nicht. Ich werde mich aber sicherlich auch nochmal mit einem Update melden in ein paar Stunden oder morgen, ob es denn funktioniert hat. Also ob ich jetzt, ich habe jetzt diese 240 Milliliter in mir, ob ich jetzt die nächsten Stunden keine Hungergefühle entwickle. Das ist ja natürlich der ganz interessante Faktor, weil letzten Endes ist es ja zweckgebunden. Und dafür werden wir jetzt mal sehen, was es taugt.